Er ist einer der teuersten Flugzeugträger. Nach 14 Jahren Planungs- und Bauzeit wird er laut US Navy bis Ende 2021 13,3 Millionen Dollar kosten. Das ist etwa doppelt so viel wie die Kosten des vorherigen Flugzeugträgers der Nimitz-Klasse. Und wie viel Kritik es dafür gegeben hat. Es wurde als Kopfzerbrechen für das Pentagon und als unnötige Geldverschwendung bezeichnet. Viele Militärexperten waren sich einig, dass die amerikanische Marine so teure und komplexe Flugzeugträger einfach nicht braucht. Aber jetzt, wo der Krieg um Taiwan zwischen China und den USA in absehbarer Zeit fast schon vorprogrammiert scheint, wird die Wahrheit immer deutlicher, dass eine solche superkomplexe strategische Marinewaffe notwendig ist. Wie willst du sonst die fortschrittliche chinesische Armee bekämpfen, die mit Kampfflugzeugen der 5. Generation und vielen modernen Kriegsschiffen mehr als 11.000 Kilometer vor der US-Küste bewaffnet ist? Hier ist das größte Kriegsschiff der Welt, der supermoderne Flugzeugträger Gerald R. Ford, Seriennummer CVN-78, der 3. Generation. Wir sind Military News und legen los. Dieses riesige Schiff mit einer Verdrängung von mehr als 100.000 Tonnen ist vollgestopft mit der neuesten Technologie, was ihn so sagenhaft teuer machte und seinen Bauzeitplan um etwa 2 Jahre durcheinanderbrachte. Die Entwicklung des leistungsstärksten Flugzeugträgers der US Navy begann Mitte der 1990er Jahre. Das neue Schiff wurde 2005 auf Kiel gelegt. Es soll den ersten US-Atomflugzeugträger USS Enterprise ersetzen, der seit Anfang der 1960er Jahre in Dienst gestellt worden war. Der nächste Flugzeugträger der 3. Generation hatte zunächst besondere Anforderungen. Er sollte mit einem leistungsfähigeren Kernkraftwerk als seine Vorgänger ausgestattet sein, mehr Flugzeuge an Bord haben und eine höhere Überlebensfähigkeit aufweisen. Die Konstrukteure gaben ihre Pläne auf, ihn mit Hilfe von Tarnkappentechnologie in ein Tarnkappenschiff zu verwandeln. Das war zu teuer und zu kompliziert. Dennoch gelang es den Konstrukteuren, die Ford im Vergleich zur Nimitz weniger auffällig zu machen. Außerdem planten die Konstrukteure, durch den Einsatz moderner Algorithmen und Geräten die Kosten für die Wartung des Giganten zu senken. Die Automatisierung vieler Prozesse hätte die Zahl der Besatzung deutlich reduziert. Dies wurde jedoch nur teilweise erreicht. Mehr als 4.500 Menschen sind für die Wartung und Kontrolle des Flugzeugträgers zuständig. Auf Flugzeugträgern des Nimitz-Typs sind es sogar 5.270 Personen. Äußerlich ähnelt der neue Flugzeugträger den Flugzeugträgern der vorherigen Generation. Um die Kosten zu senken, wurde beschlossen, den Rumpf der guten alten Nimitz beizubehalten und ihn nur teilweise zu verbessern, um die gleiche geringe Sichtbarkeit zu gewährleisten. Das Deckhaus wurde näher an das Heck verlegt und die Brücke wurde auf das Unterdeck verlegt, um so die Aufbauten zu verkleinern. Die Kabinen und die Unterkunftsräume wurden in den Rumpf hineingeschoben, während die Aufbauten über die Seitenlinie gelegt wurden. Das Ergebnis all dieser Maßnahmen machte dieses lange Seeungeheuer nicht unsichtbar. Auf dem Radar von Marschflugkörpern ist es vom Rest der Trägerkampfgruppen nicht zu unterscheiden. Welches Ziel soll getroffen werden? Einen Kamikaze wirst du nicht an Bord nehmen. Der Rumpf ist alt, aber er hat 2 neue A1B-Kernreaktoren, die ein Viertel so viel Energie produzieren wie ihre Gegenstücke auf früheren Schiffsgenerationen. Die Reaktoren sind für die Betriebsdauer von 50 Jahren ausgelegt und müssen in dieser Zeit nicht nachgetankt werden. Sie haben die Kraft, ein 100.000-Tonnen-Schiff mit 30 Knoten, das heißt 55 Stundenkilometer, zu betreiben. Im Zweiten Weltkrieg fuhren Torpedoboote mit dieser Geschwindigkeit. Und das war nur im Angriffsmodus. Die Gerald R. Ford-Klasse kann bis zu 90 Flugzeuge, Helikopter und Drohnen aufnehmen. Es handelt sich hier um F-35C Jagdbomber, FA-18EF Super Hornet-Angriffsjäger, E-2D Advanced Hawkeye-Flugzeuge und MH-60RS Mehrzweck-Hubschrauber. Plus weitere Kampfdrohnen. Betrachte die Anzahl der Flugzeuge. Wenn mindestens die Hälfte davon F-35C sind, bedeutet das, dass alleine auf einem Flugzeugträger mehr Kampfschiffe der 5. Generation für Taiwan zur Verfügung stehen, als China insgesamt hat. Aber das wird nicht das einzige Problem für die Chinesen sein. Bekanntlich starten die Flugzeuge eines Flugzeugträgers mit einem Katapult und für die Landung wird ein Aerofinisher verwendet. Ihre Leistung bestimmt die Anzahl der Flugzeugabflüge pro Zeiteinheit. Die wichtigste Eigenschaft eines Flugzeugträgers. Auf der Ford setzen die Konstrukteure zum ersten Mal auf ein elektromagnetisches Katapult anstelle eines klassischen Dampfkatapults. Damit erreichen sie 160 Einsätze pro Tag. Und wenn es notwendig ist, auch 220 Einsätze. Die Nimitz schafft nur 120 Einsätze überhaupt. Und hunderte zusätzliche moderne Kampfflugzeuge sind enorm. Außerdem ist das Start-Landesystem auf dem neuen Flugzeugträger doppelt so leicht wie auf der Nimitz.
Wenn man bedenkt, dass die Katapulte auf Flugzeugträgern 20% der Gesamtmasse ausmachen, ist das eine beträchtliche Leistung. Das Selbstverteidigungssystem des Flugzeugträgers ist, abgesehen von den Begleitschiffen, mit RIM-116 und RIM-162 Bodenluftraketen bewaffnet, die eine Reichweite von 10 bzw. 50 km haben. Ein Zweiband-DBR-Radarsystem vervollständigt das Luftverteidigungssystem des Schiffes. Wir werden dich nicht mit den technischen Daten langweilen, sondern nur darauf hinweisen, dass ein solches System auf einem anderen Wunderwerk der amerikanischen Marine installiert ist, dem Zerstörer DDG-1000 Sumwald der neuen Generation. Aber wenn man 100.000 Tonnen der neuesten Technologie auf einmal bauen will, sind Fehlfunktionen unvermeidlich. Die Fehlfunktionen wurden sofort nach dem Stapellauf des neuen Schiffes deutlich. Spezialisten fanden mehrere schwerwiegende Probleme mit den Systemen, die das Starten und Landen sicherstellen sollten. Erstens zeigten die Testergebnisse eine schlechte Leistung der elektromagnetischen Luftschleudern. Die Konstrukteure des Schiffes behaupteten, dass sie in der Lage wären, 16.000 Flugzeuge ohne Ausfälle zu empfangen. Aber in der Praxis betrug diese Zahl nicht mehr als 25. Und das elektromagnetische Katapult lieferte nur 400 Starts statt den behaupteten 4000. Als die Seeerprobung begann, fielen die Propellenwellenlager ziemlich schnell aus. Das Schiff wurde in den Hafen zurückgebracht und es dauerte mehrere Monate, bis die Fehler behoben waren. Im Dezember 2018 funktionierten 11 neue elektromagnetische Hebevorrichtungen des Schiffes, mit denen die Munition auf das Flugdeck befördert wird, nicht. Doch die Ingenieure arbeiteten beharrlich daran, die festgestellten Mängel Schritt für Schritt zu beheben. Vor einem Jahr, im Jahr 2021, wurde nach schweren Erschütterungen ein umfassender Zuverlässigkeitstest aller Systeme auf dem Flugzeugträger durchgeführt, von den Bordcomputern bis zum Kernreaktor. Vor dem Test wurden spezielle Testausrüstungen auf dem Schiff installiert. Außerdem wurde die Fähigkeit der Besatzung des Flugzeugträgers getestet, mögliche schwere Schäden zu reparieren. Die erste Unterwasser-Testexplosion fand am 18. Juni vor der Küste Floridas statt. Die Erschütterung, die sie verursachte, wurde mit 3,9 auf der Richterskala bewertet. Das Schiff hat den Test mit Bravour überstanden. Es ist geplant, dass der Flugzeugträger Gerald R. Ford noch in diesem Jahr mit Kampfeinsätzen beginnen wird. Die USA planen insgesamt 10 Flugzeugträger vom Typ Gerald R. Ford zu bauen. Sie werden die veralteten Flugzeugträger der Nimitz-Klasse ersetzen. Der nächste Flugzeugträger der Serie John F. Kennedy soll 2024 in Dienst gestellt werden. Der letzte 10. ist erst für das Jahr 2058 vorgesehen. Und bisher hat kein anderes Land, einschließlich der wichtigsten geostrategischen Rivalen China und Russland, so etwas wie die Gerald R. Ford, oder wird sie haben? Die USA werden also eine angemessene Antwort auf alle möglichen Aggressionen eines großen autoritären Chinas gegen das kleine demokratische Taiwan haben. Und außerdem sind die USA, solange sie 10 mächtige Flugzeugträger haben, die mächtigste Supermacht der Welt. Für einen solchen Status wird auch kein Geld gespart. Ich würde gerne wissen, was du über diese Flugzeugträger der dritten Generation denkst. Rechtfertigen sie das Geld, das bereits für sie ausgegeben wurde und in Zukunft noch ausgegeben werden wird? Oder ist es möglich, das Geld sinnvoller auszugeben? Schreib mir deine Antwort in die Kommentare, gib dem Video ein Like und abonniere unseren Kanal. Dann sehen wir uns mit neuen interessanten Videos beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!